Internet, ihr hört Folge 140 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. So, da wir dieses Mal im Vergleich zur vergangenen Folge, zur letzten Folge, ein vollgepacktes, wie sagt man, Reisbrett, ein vollgepacktes ähm, Charcuteriebrett mit den feinsten Stückchen aus den Bereichen Lecker Levels und Games haben, würde ich sagen, halten wir uns gar nicht mit allzu viel Hausmeisterei auf, außer wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr uns supporten möchtet. Dann könnt ihr uns gerne bewerten auf Apple Podcasts oder bei Spotify, gerne auch einen Kommentar schreiben, wenn ihr mögt. Wenn ihr erst noch ein bisschen ja, Input dafür braucht, ob das wirklich es wert sein sollte, uns zu bewerten, dann könnt ihr entweder auf lostlevels.de unsere alten Episoden nachhören, entweder jetzt direkt oder nach diesem Podcast. Oder natürlich auch einfach die aktuelle Episode abwarten, die wie gesagt vollgepackt ist mit lauter Goodies. Und jetzt habe ich schon wieder so viel geschwafelt. Christina, <laughs> yeah. möchtest du mich und die Hörenden erlösen und einfach mit einem deiner Spiele anfangen? Ja, ich fange an. Ich habe witzigerweise Oh, jetzt fährt hier ein Motorrad lang, ist ja passend. <laughs> das war oh, schon mal, ein zwei mal der Folgen, äh, vor ein oder vor ein zwei Folgen der Fall, ne? Kann das sein? Das ist öfter der Fall, ja. Verstehe Egal. Ich. Das einfach, wie ja. dem auch hm. sei. Also, ich habe witzigerweise gleichzeitig sehr viel und sehr wenig gespielt die letzten mhm. Tage, seit der letzten Folge. Für diesen Podcast wusste ich schon, welche zwei Spiele ich spielen möchte. Und die waren dann gar nicht so lang. Und dann hatte ich insbesondere jetzt vergangenes Wochenende sehr viel Zeit. Und vielleicht habe ich von morgens bis abends, als ich ins Bett gegangen bin, Stardew Valley gespielt. <laughs> Literally nur aufgestanden, um auf Toilette zu gehen, um mir neues Wasser zu holen. Mhm. Und den Kuchen, den ich aufgegessen habe. Das war also ein perfekter Tag. Es war ganz hervorragend. Und der Grund, warum ich so viel Stardew Valley gespielt habe, jetzt im Jahr 2024 des Herrn, ist das 1.6-Update, das am 19.03. veröffentlicht wurde. Das ist also, ich habe mir die Patch Notes angeguckt. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Das ist quasi mehr Inhalt, als so mancher DLC hätte. Mhm. Also, manche Leute würden dafür Unmengen an Geld verlangen, für so viel extra Content. Um, und man kann das ja auf der Website von Concerned Ape sehen. Aber ich finde es ganz hervorragend. Und ich bin so tief drin wieder. Und ich habe so viele neue Sachen entdeckt. Es ist wie ein neues Spiel eigentlich. Mhm. Und. Parallel spiele ich ja so ein bisschen Dead by Daylight, habe ich schon mal vor Ewigkeiten von erzählt. Das ist so ein asymmetrisches Horrorspiel. Man spielt es online mit Fremden oder Freunden zu fünft. Eine Person ist der Killer und die anderen vier sind die Überlebenden und dann müssen die so Aufgaben erfüllen und entkommen im Grunde. Und die Aufgabe des Killers ist es, die zu töten, logischerweise. Mhm. Und die haben ganz viele Franchise-Killers, also quasi. Bis auf Freitag, der 13., jeder Horrorfilm-Klassiker, der dir einfällt, kommt darin vor. Alan Wake und Nicolas Cage auf einmal als Protagonisten. Das ist weird. Und da gibt es ein neues Kapitel mit einem neuen Killer und einer neuen Überlebenden und einer neuen Map und entsprechend neuen Perks, die für Killer und Überlebende jetzt zur Verfügung stehen. Und das ist zusammengefallen mit einem Event, das es da jetzt gerade gibt. Deswegen habe ich das... Wahnsinnig viel gespielt. Mhm. Und ich kann beides nach wie vor empfehlen. Also, wenn man so 100 Stunden übrig hat und ich weiß, wohin mit diesen 100 Stunden, Dead by Daylight oder Stardew Valley oder beides im Mix, auch hervorragende Mischung. So, das war jetzt mein langer Prolog. Ähm, aber ich habe ja auch noch was Richtiges gespielt, was ich richtig <laughs> vorstellen möchte. Ja. Wobei es eigentlich auch nur was Halbes ist. Es ist nämlich eine Demo von They Are Here. Äh, und der Untertitel lautet Alien Abduction Horror. Also Alien Entführungshorror. Und das Spiel soll irgendwann dieses Jahr erscheinen. Ist von Declason. Dick Declason. Dick mhm. ähm, ein Solo-Dev, glaube ich. Vieles deutet darauf hin, dazu gleich mehr. Auf jeden Fall ist They Are Here, die Demos verfügbar und es ist ein Akte X Like, bevor Mulder und Scully eintreffen. Weißt du? Also mhm. im, in der Demo erfährt man von einer Farm, von einem Farmer, der Aliens vermutet und wir als Fotojournalist kommen dort an und sollen darüber berichten. Und das Erste... Was mir aufgefallen ist, ist, dass das Maisfeld, weil natürlich ist es ein Maisfeld, was sonst. Das sieht so wahnsinnig gut aus. Alles, das ganze Spiel sieht extrem gut aus. Man kommt da an, es dämmert schon. Und du gehst dann durch dieses Feld auf das Haus zu und findest da dann eine Notiz. Der Farmer erzählt, seine Tochter wo ist verschwunden, wurde vermutlich entführt. Niemand ist zu Hause. Und er hat. Notizen hier und da für dich hinterlegt, für dich und die Polizei, ähm, die dann auch irgendwann kommt, hoffentlich. Aha. Und dann durchsucht man eben als dieser Fotojournalist das Haus und findet noch mehr Notizen des Vaters, aber auch sowas wie Tagebucheinträge oder einfach Notizen, die er für sich selbst gemacht hat. Er dachte nämlich schon als Jugendlicher Aliens gesehen zu haben und hat dann sein Tagebuch... Dass er geschrieben hat, als er 15 war, wieder rausgekramt, ganz wilde Notizen gemacht. Und dann siehst du seine Internetrecherche und Fotos, die er ausgedruckt hat, von vermeintlichen Beweisen für Aliens. Es ist ein bisschen Aluhut, mhm. aber dahinter steckt ja recht viel. Also insbesondere in den USA gibt es ja große Bewegungen von Menschen, die an Aliens glauben, dass sie sie gesehen hätten, dass sie von ihnen entführt worden wären und so weiter. Und auch dieser Farmer glaubt, dass er. Äh, entführt wurde oder dass sie zumindest was mit ihm gemacht haben. Und dann im Badezimmer findest du etwas, das er sich rausgeschnitten hat, so ein kleines Ding aus Metall. Mhm. Ne? Kennt man ja. Ähm, und dann geht man noch in die Zimmer der Tochter, findet da so ein paar Sachen, was die so macht. Man bekommt einen kleinen Eindruck von dieser Familie und auch von der Angst, die der Vater hat, der Farmer. Und sobald du alles erkundet hast und alles quasi angeklickt hast, wird das Haus von einem grellen Licht durchflutet und gruselige Geräusche kommen dazu. Ich kann die nicht mal richtig beschreiben. Es sind so klassische Horrorspiel-Gruselgeräusche, mhm. wenn du weißt, jetzt wird's ernst, jetzt sollst du Schiss haben. Ähm, Erster Instinkt ist natürlich abzuhauen, zu fliehen, das Haus zu verlassen. Und sobald man es macht und wieder diese kleine Gasse durch das Maisfeld zurück zum Auto läuft, kommt ein Jumpscare. Da habe ich ausgemacht, bin ich ehrlich, ich habe es nicht zu Ende <laughs> gespielt. Ja. Ähm, aber ich habe literally nichts verpasst, außer noch einem Jumpscare. Ich habe mir dann ein YouTube-Video angeguckt und man läuft dann nur weiter zum Auto, wird da noch einmal erschreckt. Auto springt nicht an. Und dann ist die Demo zu Ende. Mhm. Also circa 20 Minuten Gameplay. Und ich glaube, es ist nichts für mich. Aber ich wünschte, es wäre was für mich. Also, mhm. das Genre sieht man viel zu selten, ist zumindest mein Eindruck. Und ich hatte gehofft, dass Pacific Drive, was du ja in der letzten oder vorletzten Folge vorgestellt hast, ja. dass das in die Richtung geht, tut es aber nicht. Und. Ich habe natürlich nicht die Steam-Page mir vorher angeguckt. Ich mache das nie, ehrlich gesagt. Also selten. Ähm, hier, jetzt habe ich es im Nachhinein gemacht, muss ich aber lobend erwähnen, dass es eine Warnung gibt in der Steam-Beschreibung. So weiter unten, äh, Notizen des Entwicklers, dass es Jumpscares gibt, dass es Blut gibt und. Das dritte habe ich vergessen. Noch irgendwas in die Richtung. Mhm. Scary Scenes and Sounds steht da. Ja, gut. Damit, ja gut. Ja. Ja gut, warum Scary nicht? Sounds, ne? Also hast du ja erwähnt, die, die Horror, klassischen Horror-Sounds, mhm. so, ja. Du lieber erwähnen als nicht erwähnen, meine Richtig. Meinung. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist eine Person, die das macht. Ich habe mir dann den Twitter-Account angeguckt und da schrieb dann die Person, meine Frau hat hier Concept Art für They Are Here gemacht. Das sieht richtig heftig aus. Und ich habe so ein bisschen äh, eine extrem unbegründete Vermutung, dass es AI sein könnte, also KI-generierte Bilder. Okay. Ähm, den Vibe kriege ich irgendwie. Ich kann es nicht beschreiben. Ich möchte auf gar keinen Fall die Frau, die das gemacht hat, diskreditieren und sagen, dass sie es nicht drauf hat oder sowas. Kann gut sein, dass manche Leute auch einfach... Diesen Stil drauf haben. Aha. Ja, auf jeden Fall war das auch so der Hinweis für mich, dass es nur eine Person ist. Das Marketing bei Twitter ist aber wirklich ambitioniert und ein bisschen aggressiv, aber we like to see it, weil das wirklich nicht einfach ist, sein Indie-Spiel zu vermarkten und das selbst zu machen. Aha. Und da struggeln ja viele immer mit, wenn du irgendwie ein geiles Spiel siehst, und so, dann hat der Twitter-Account 2018 das angekündigt und seitdem ist nichts mehr passiert und die Website ja. ist uralt und du kriegst es einfach überhaupt nicht mit und die Leute kommunizieren das gar nicht. Und hier finde ich es richtig gut, dass es so ein bisschen aggressiv ist. So regelmäßig ein kleiner Satz, dann jedes Mal ein Link, Wishlist, my game. Jedes Mal ein Link zum Newsletter, dass du auf dem neuesten Stand bleibst, jedes Mal ein paar Bilder dabei. Finde ich gut. Und zwei Sachen, die mich noch verwirrt haben, die ich auch nicht klären konnte, aber ich würde sie gerne erwähnen. Nämlich erstens steht in dieser Steam-Beschreibung, dass jetzt der Prolog veröffentlicht wurde ähm, und in der aktualisierten Demo ist. Ich habe die vor ein paar Tagen gespielt. Also ich meine, ich hatte die aktualisierte Version und da spielt man nicht den Soldaten, mhm. der hier als Protagonist des Prologs beschrieben wird. Ähm, also ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich habe nur den Fotojournalisten gespielt und es hat mir gereicht. Ähm, und dann steht da auch im Menü der Demo, dass du was einsenden kannst. Ich glaube, es ist ähm, Bug Report, wenn du einen Fehler mhm. siehst, dass du den melden kannst. Aber das hat mich auf die Idee gebracht. Ist wahrscheinlich nur ein Übersetzungsfehler, weil die Übersetzung ist mäßig. Ähm, aber was ist, wenn Leute da ihre eigenen kleinen Alien-Geschichten mit einsenden könnten? Weißt du, dass es so ein wie diese SCP-Horror-Sachen mhm. wird, so ein kollaboratives Alien-Entführungskompendium oder sowas? Das wäre richtig mhm. cool, glaube ich. Keine Ahnung, wie man das umsetzt, aber das sind so Dinge. Ich möchte nichts mit der Umsetzung zu tun haben, also vielleicht schon, <laughs> aber ich habe einfach exakt null Skills, die da Anwendung finden würden. Aber ich würde ich es mir wünschen lesen. in dieser Welt. Ja, ich würde es lesen. Oder ja. spielen, oder beides. Ich meine, eigentlich müsste man ja nur ein Wiki machen dafür, so gesehen. Wenn man da wirklich so ambitioniert wäre. Ich meine, weil die, die, die SCP-Geschichten, das ist ja auch mehr oder weniger nur ein Wiki, wo die Sachen ja. eingetragen werden und Leute da Einträge erstellen und so. In Universe. Ja, aber so ein kreatives Schreiben-Wiki ist das halt. Da kannst du mhm. ja irgendwas eintragen. Und jetzt, wo ich so viel Stardew Valley gespielt habe, habe ich natürlich so neue Events, die es gibt, gegoogelt im Wiki. Und es gibt schon Einträge dafür. Seit Stand der Aufnahme sechs Tagen ist dieses Update draußen. Und ja. Leute haben schon alles geupdatet. Also ich habe krassen Respekt vor Leuten, die so ein Wiki betreiben. Ja, ich total. heftig. Die einfach den Wiki-Grind durchziehen. Ich würde die gerne mal fragen, warum. Ja. Du, es gibt so eine kleine Seite, wo man Artikel für schreiben kann, für bezahlt wird. Superlevel.de. Die werden ja vielleicht interessiert daran, <laughs> einen Artikel zu nehmen zu dem Thema. Aber ich finde es wirklich spannend so dieses dieses ganze Wiki-Ding, ja. weil die Leute bekommen ja logischerweise kein Geld dafür. Und also klar, es gibt natürlich offizielle Wikis, die dann vielleicht irgendwie gefüllt, gefüllt werden, auch von irgendwelchen Community-ManagerInnen von den Spielen so ungefähr oder betreut werden, aber es das meiste sind ja so Fan-Wikis. Wo zum Beispiel wird das? Ist das offiziell? Ähm, naja, also ich glaube zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher, aber die, ich glaube, die Faxtra-Live-Leute, ich weiß gar nicht, ob die, ob die das, ob die das, ähm, ob die das sozusagen machen. Oder ob das, also for Life, alle, die es nicht wissen, da ist dann ganz, das ist zum Beispiel so die Hauptanlaufstelle für zum Beispiel alle Souls-Spiele. Die haben da irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, für jedes Spiel irgendwie 4000 Artikel so ungefähr. Und ähm, genau. Ich dachte, und, das wäre einfach, weil da findest du auch, ich bin ja gerade auf der Seite, hier findest ja. du auch Diablo 4, äh, Starfield, Baldur's Gate 3, Dragon's Dogma 2. Cyberpunk, Monster Hunter, Remnant, alles Mögliche findest du. Ich dachte, ja. komm, mal, bin ich wieder uninformiert. Ich dachte, das wäre einfach die Plattform, so, die, 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 der, weißt du, das System im Hintergrund, was quasi ermöglicht, ein Wiki zu einem Spiel zu erstellen. Du, ich werde das noch mal verfolgen. Ich werde ja. mich mal damit auseinandersetzen. Da hast du jetzt was losgetreten. Ja, mach das mal. Mach das mal. Also wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, ob das, ob das sozusagen die Wikis eben nur community-mäßig sind oder ob da auch irgendwie Leute, also bei Factual Life ist, oder ob da quasi auch wirklich so Leute sind, die ja halt dann das, ob so ein paar Leute gibt, die das bezahlt machen, die dann sozusagen auch das Ganze so ein bisschen in die Formatierung, die richtige Formatierung bringen, etc. Und da irgendwie drüber gucken, also Mods halt mehr oder weniger. Ja. Oder ob die auch irgendwie Dinge sind. Aber ja, vielleicht wäre das ja mal eine, schreibt doch mal den Factual Life-Leuten und mach doch mal einen Artikel draus für superlevel.de ja oder so genau jetzt sind wir aber weit abgekommen vom eigentlichen Thema deswegen aber ich war auch fertig also ja ist gut das ist so abschließender gut. Kommentar vielleicht zu they are here ich ja. finde man merkt dass da sehr viel Liebe zum Detail drin steckt und es sieht mhm. wie gesagt sehr gut aus und es ist auch effektiv im wahrsten Sinne des Wortes ich mag das Setting sehr, aber Jumpscare Horror nicht ist nicht meins. Ja. Ähm, wenn irgendein YouTuber oder eine YouTuberin, die ich mag, das spielt, würde ich es mir angucken. Ähm, aber ansonsten appreciate ich die Existenz dieser Demo, weil das Spiel gibt es ja noch nicht in der Welt. Und hm. es sieht so aus, als würde es da ein paar ganz coole Mechaniken geben. Um, also du hast so ein, so ein na nee, radar gerät sorry, und ein Walkie-Talkie und sowas und mhm. halt eine Kamera, eine Taschenlampe. Sehr Standard Horror. Aber wenn das gut gemacht ist, wenn es grundsolide ist, weißt du, und wenn du dann so ein paar smarte Ideen mit den Aliens drin hast oder sowas, mhm. dann ist das doch schon eine 8 von 10. 9 von, na, 8,5 von 10 vielleicht. Um, ja, ich finde, das kann man im Auge behalten. Ja. Also gerade für Leute, die mit Horror was anfangen können, und auch so diese, also die, die, die Aliens, die man sozusagen sieht in der Vorschau, sind auch diese klassischen Greys halt, ne, die man halt einfach ja. diese popkulturell bombenfest verankerten, wie man sich halt gerade, ja, weiß ich nicht, in den schon seit den 60er Jahren Aliens vorstellt. So sehen die halt ja. aus. So diese klassischen mit den großen Augen und Groß und Grau und große Köpfe. Genau. Ja. Auch, mal, auch mal wieder irgendwie in Anführungsstrichen erfrischend, das zu sehen, dass man irgendwie dann nicht oder interessant zu sehen, dass man quasi nicht eine neue Alienspezies zusammenzimmert, sondern sagt, hey, wir machen einfach die Grays, So. Ja. Das ist einfach das, was man kennt. Und deswegen folgen wir dem so ungefähr. Ja, stichwort Wikis, und weil du schon gesagt hast, ich fange von meinem Highlight einfach mal direkt an. Und du hast es schon erwähnt, Dragon's Dogma 2, das Wiki auf der Seite von Facts for Life. Und Dragon's Dogma 2. Das ist zum Zapfen der Aufnahme vor drei Tagen erschienen. Ich habe, glaube ich, bis jetzt 20 bis 30 Stunden schon gespielt, dieses Spiel. Ich bin einfach voll intuitiv, ich bin voll dabei, ich bin voll am Start. Und ich habe ja Teil 1 ohne Ende gespielt, habe ich tatsächlich auch, habe ich nachgeguckt, in Folge 14 unseres Podcasts mal vorgestellt. Wirklich? Ja, also das ist aber auch schon, damals war das Spiel schon sehr alt, weil ich glaube, die... Das Spiel selber kam 2012 raus und die Erweiterung 2013. Also, der erste Teil ist über zehn Jahre alt jetzt. Und jetzt endlich ist der zweite Teil raus. Und ich habe tatsächlich, also, ich glaube, niemand hat da wirklich damit wirklich gerechnet, dass dazu noch ein Nachfolger kommt zu diesem Spiel. Und ich glaube, den ersten Hinweis gab es tatsächlich damals, als es diesen großen Capcom-Leak gab, wo auch so ein bisschen die Veröffentlichungspläne ja, geleakt wurden. Und da steht eben auch drin: Dragon's Dogma 2. Und jetzt ist es endlich da und ich bin überglücklich mit diesem Spiel muss ich sagen. So, es ist grundsätzlich nämlich quasi Dragon's Dogma 1.5. Das heißt an dem grundsätzlichen ja, an den grundsätzlichen Mechaniken und an den grundsätzlichen dem Setting und der Idee hat sich nicht viel geändert. Es ist halt ein klassisches Third Person Action Rollenspiel und man spielt in diesem Spiel kann man sich einen Charakter erstellen. Und spielt, nimmt dann die Rolle eines sogenannten Arisen ein. Arisen sind in dieser Spielwelt quasi Figuren, die von einem Drachen auserwählt werden. Sich, die dann sozusagen, ähm, dem wird das Herz vom Drachen rausgerissen. Der Drache verschluckt das Herz. Daraufhin erwacht man wieder zum Leben. Ist so ein bisschen untotmäßig. Ist eben unsterblich. Und im Endeffekt muss man den Drachen eben wieder finden und töten, um diesen Kreislauf zu beenden und eben dann sozusagen, ja, wieder halt zum Menschen zu werden. Und Aber ich habe direkt eine Frage. Ja. Warum? Ist wenn einfach man wieder so. wieder Mensch werden? Also es, also es ist einfach, ähm, also die Sache ist so, dass der Drache halt diese Challenge ausspricht, mehr oder weniger und natürlich solange der Drache lebt und du dich nicht ihm entgegenstellst, greift er halt irgendwelche Orte an und ähm, legt irgendwie Dörfer in Schutt und Asche und so. Also du musst im Endeffekt den Drachen besiegen so. und wenn du den Drachen besiegst, dann ja, wirst du halt wieder zum Mensch automatisch, so ungefähr. Okay. So. Genau. Also, genau, die Hauptstory oder die, die der, der rote Faden der Story ist halt so, ja, ist halt nicht, nothing to write home about, wie man so sagt. Und ja, was neu ist, dass eben im ersten, im zweiten Teil ist es eben eine andere, ja, ein anderes Königreich, mehr oder weniger, also eine andere Region dieser Welt. Ein Königreich namens Vermont. Und da ist sozusagen der Twist, dass. In immer ein Arisen auch der ja, König oder die Königin dieses Landes eben ist. Und jetzt gerade ist aber ein, ja, ein falscher 50er auf dem Thron, weil du bist ja eigentlich Arisen, aber du bist quasi gerade weder König noch Königin und deswegen ist da, wurde jemand installiert von der Queen Regent, mehr oder weniger. Und das heißt, die erste Zeit des Spiels musst du immer herausfinden, wer dieser falsche Arisen ist und so müssen die Machenschaften dieser, dieser Queen Regent aufdecken mehr oder weniger, um dann potenziell selbst auf dem Thron zu landen. Und was auch neu ist, dass es eben auch ein Nachbarkönigreich noch gibt namens Batal. Und Batal, das ist so ein bisschen ja so Wüstenlandschaft und alles so ein bisschen raueres Klima, sage ich mal. Und dort kommen die sogenannten schon her. Also das sind ja anthropomorphe Löwen, Panther etc. Also mehr oder weniger ja humanoide Großkatzen, sage ich mal. Und was da auch so ein bisschen die politische Lage mit reinspielt, ist, dass eben diese in environment eben nicht gern gesehen sind eigentlich, also da gibt es so ein, ja, immer wieder so Beispiele von so diesem latenten, ja, Rassismus eben gegenüber diesem, diesem anderen Volk, also zum Beispiel es wird irgendwann mal ähm, im Laufe der Geschichte ein Dorf von so, so Echsen überrannt und dann wird eben dem, einem der wenigen Biestrin in diesem Dorf die Schuld dafür gegeben Unbegründeterweise, dann zum Beispiel gibt es ähm, relativ am Anfang, ähm, triffst du auf so ein Wachlager von eben der Wache von Vermont und derjenige, die Person, die dann eben die SoldatInnen dort trainiert, ist eben auch ein Beastrin. Und im Laufe einer Quest wird dann quasi einer der Soldaten verletzt und dann wird eben dieser Beastrin eben gefeuert, weil er eben ja, seine, seine Leute nicht richtig beaufsichtigt hat, obwohl natürlich in, in Kämpfen immer Verletzungen stattfinden können. Das wird aber als Vorwand genommen, um den dann zu entlassen, mehr oder weniger. Und genau, das ist so diese Spannung, die so zwischen diesen beiden Reichen mehr oder weniger herrscht und genau, die Grundmechanik ist halt, ja, du läufst durch eine Open World, du findest an allen Ecken und Enden irgendwelche Quests, das kann einfache Sammelquests sein, Escort-Quests oder auch mal ein bisschen, ja, tiefer gehende ähm, Quests, wo du halt mehrere Außermöglichkeiten hast, dann auch das Quest äh, zu beenden, du folgst in dieser Hauptquest, wie gesagt, am Anfang im hauptsächlich herausfinden, was... Die Queen Regent im Schilde führt und was mit dem falschen Arisen auf sich hat und dann vielleicht eben selber den Thron besteigen. Ja, natürlich hat irgendwie Kämpfe in Echtzeit und dann deine gewählte Klasse hochleveln. Das ist auch so klassisch, fantasymäßig. gibt es, du kannst äh, Dieb spielen, KriegerInnen, MagierInnen etc. Genau. Und was aber besonders ist, ist, dass bei den Quests in dieser Open World, die kommen häufig, also die Weltkarte kommt häufig ohne Questmarke aus. So. Also, du siehst auch zum Beispiel selten, also manchmal, die NPCs laufen quasi oft einfach auf dich zu und sagen: Hier, ich habe hier eine Aufgabe für dich, hast du Bock, irgendwie das zu machen, so ungefähr. Und ein Beispiel ist dieser besagte Kapitän der Wachmannschaft, dieser Bistrin, was ich schon erwähnt hatte. Der sucht zum Beispiel für seine Truppe Schwerter und einen neuen Rekruten, der irgendwie besonders, ja, Bereit ist, sich irgendwie da voll reinzuschmeißen. So, ne? Und klar, die Schwerter kannst du einfach irgendwie kaufen, aber du bekommst zum Beispiel nicht angezeigt, wo dieser Rekrut ist in der Welt. So. Das heißt, du musst halt einfach die Welt weiter erkunden und stolperst quasi mehr oder weniger zufällig dann darüber. So, weil also das war in meinem Fall halt, dass ich in Vernworth, das ist die Hauptstadt von Vermont, auf einmal wird irgendwie einer der Ochsen, der da in der Stadt rumläuft, von, von so einem Ochsenkarren wird dann zu einem Minotaurus, ganz normal, Standard. Ne? <laughs> und den bekämpft man dann und am nächsten Tag kommt dann eben so ein Junge auf dich zu und sagt, hat das, hat das gesehen und sagt, hier, ich will mit dir trainieren, ich will auch irgendwie so mächtig werden wie du. Und dann sagt man, hier, geh doch mal zu dem, zu dem Kapitän, Bären heißt, der geh doch mal zu dem. Und das ist dann quasi die Quest so ungefähr erfüllt. So, und das ist halt in vielen, vielen Situationen, wird da einfach nur gesagt, hier, das ist so ungefähr grob, was du machen musst vielleicht noch eine Region, geh doch mal hin und guck dir mal um so ungefähr. Und das ist halt eine Art wie das Spiel die spielenden dazu herausfordert, eben einfach selbst Sachen zu erkunden, Sachen selbst zu machen, irgendwie Bock darauf zu haben ja, einfach sich selber das Spiel zu erschließen. So, es gibt halt wirklich wenig Handholding, außer natürlich bei den, also bei ein paar, bei einigen Quests natürlich schon. Also bei einigen Quests gibt es auch einen klassischen Questmarker, heißt dann hier, geh in dieses Dorf, da sind dann die, die und die Person. Aber es ist wirklich viele Quests, wo du einfach selber die das erschließen musst und selber irgendwie die Welt erkunden musst, um dann irgendwie dann da drauf zu kommen. So, und dieses Handholding, was aber super, super smart ist von diesem Spiel, dieses Handholding, kannst du dir potenziell, wenn du möchtest, aber selber einstellen, weil es gibt Teil 1 und Teil 2, quasi die gleiche Mechanik, die Pawns. Und Pawns, dieses Feature ist einfach so genial, finde ich, weil, also ein Pawn, du erstellst ja am Anfang des Spiels, erstellst du dir quasi einen zweiten Charakter, das ist dein Pawn, weil nämlich alle Arisen können die sogenannten Pawns, die eben aus so einer anderen Dimension kommen, mehr oder weniger hervorrufen. Und dann ihre, in ihre Party aufnehmen und dann quasi befehligen, so ungefähr. Also, du kannst dann auch den Porn genau wie dein Charakter selber, verschiedene Klassen, Persönlichkeiten, ähm, Aussehen etc., kannst du ganz nach deinen Wünschen gestalten. Und das Besondere an den Porns, wenn du halt die anderen Porns beschwörst, das sind alles ja, die, Hauptchar die Hauptbegleiter von anderen Spielenden quasi. So, und das heißt, die bringen die eigene, eigene Erfahrungswerte mit. Das heißt, wenn die zum Beispiel Quests abgeschlossen haben, ähm, dann können die dir dabei helfen. Die haben eigene Spezialisierungen, was eine neue Sache ist bei Dragon Song 2. Du kannst zum Beispiel, du kommst ab und zu mal so Schriftrollen, wo du deine Porn Spezialisierung verpassen kannst. Zum Beispiel, dass er nicht nur sich selbst, sondern auch andere heilen kann mit so Heil-Items. Oder zum Beispiel, es gibt die Spezialisierung Logistiker, das ist dann quasi, wenn du. Potenziell zu viel Gewicht auf dich nimmst, dass du irgendwie langsamer wirst, weil das auch ein Faktor ist in dem Spiel, dann verteilt dieser Porn automatisch die Sachen auf alle anderen Porns, die du in deiner Party hast. Das können bis zu drei Porn sein, also so vier Leute, mehr oder weniger. Und jeder Porn ist also quasi anders. So. Und zum Thema Handholding, du kannst quasi, wenn du nach Pawns suchst, kannst du einstellen, ob, der, ob, ob da Porns auftauchen, die für das Quest, das du gerade als Hauptquest ausgewählt hast, das du gerade verfolgst. Dass die Questwissen dazu haben. Das kannst du quasi einstellen. Ja, also sollen die Questwissen zu diesem Quest haben, ja oder nein? Und dann kannst du den beschwören und kannst du sagen, dann sagt dein Porn, hier, ich weiß übrigens, was man hier machen muss. Soll ich euch, soll ich uns irgendwie anleiten? Und dann kannst du das Kommando Go geben und dann läuft dein Pawn der, der Porn einfach vor und führt dich quasi und gibt dir Tipps. So, es ist quasi eine eingebaute, ja, eingebaute Komplettlösung für Quests, wenn man sie haben möchte. So. Und es ist halt super smart gelöst, weil das einfach dann natürlich organisch und dynamisch wächst, weil die mehr Leute das spielen. Und irgendwie diese Quests vielleicht selbst rausfinden. Und wenn du dann eben ja, deren Porn beschwörst, die diese von, von den Personen, die diese Quests schon gemacht haben, dann kannst du dir das einfach erleichtern. Wenn du selber irgendwie keinen Bock hast, das rauszufinden, sondern einfach sagst, okay, diese Quest, die habe ich schon seit irgendwie, äh, weiß ich nicht, fünf Stunden in meinem quest -Log, und ich komme einfach nicht drauf, dann holst du dir einfach so einen Porn und dann sagt er dir quasi, was du machen musst. Und das finde ich so smart gelöst, weil es eben optional ist. So, ne? Also es ist quasi mhm. nicht. Es erleichtert das Spiel, wenn du es eben ein bisschen leichter haben möchtest. So. Und ja, was also auch super, super, super gut ist bei diesen, bei diesen Pawns, dass sie eben nicht nur so statische NPC-Figuren sind, sondern die interagieren untereinander auch. Das heißt, wenn du eine Party aus vier Leuten hast, verschiedene Pawns haben verschiedene Persönlichkeiten, die du auch einstellen kannst. Und also was wie zum Beispiel direkt, neugierig, besonders nobel oder so. Und dann unterhalten sich die Pawns zueinander auch so ein bisschen manchmal. Zum Beispiel. Keine Ahnung, wenn du irgendwie so einen direkten Porn hast und man, du läufst quasi an so einer Campsite vorbei, auch eine Neuerung. Teil 2, du kannst nicht nur in, in Tavernen, in Städten dich ausruhen, sondern du kannst auch so Camps aufschlagen, dich da auch ausruhen. Und dann sagt der Porn so: Ja, also wir kriegen das aber jetzt nicht unsere Aufgabe gelöst, wenn wir die ganze Zeit uns nur ausruhen. So, ne? Also wir müssen schon noch mal ein bisschen Gas geben. Und dann sagt zum Beispiel mein Porn, der halt so ein bisschen so ausgeglichen ist, sagt dann so: Ja, chill mal, so ungefähr, der Arisen wird schon wissen was man macht. So. Also ber beruhig dich mal ein bisschen so ungefähr. Und das ist halt super witzig, weil die einfach so so, so richtig, teilweise richtiges witziges Hin- und Her-Band halt einfach gibt zwischen diesen Pawns. Und also diese Mechanik, die aber beim ersten Spiel auch schon so war, dass sie quasi ihre eigene Persönlichkeit rausbilden, und das ist halt einfach noch viel, viel granularer und viel verfeinerter. Zum Beispiel das gibt es auf so eine kleine Ebene zum Beispiel, dass du, du läufst irgendwo lang und ein Porn sagt auf einmal, ah, als ich in einer anderen Welt war, habe ich übrigens hier in der Nähe eine Schatztruhe gefunden. Soll ich dir mal zeigen, wo die Schatztruhe ist? Und dann sagst du, ja, klar. Und dann führt er dich quasi zu einer Schatztruhe. So. Also es ist einfach so emergent, sag ich mal, ja, wenn du, wenn du mit Porn zu gegen läufst und so dynamisch, ich finde das so, so cool gelöst. Und so, eine einzig, so ein einzigartiger, ich sag mal, USP, ja, was eigentlich kein anderes Spiel, das ich zumindest kenne, so hat in diesem, diesem Kontext, dieses. Dieser, das ist ja quasi so ein fast so ein asynchroner Multiplayer, weil du ja nicht mit den Leuten selber zusammenspielst, aber mit ihren, mit ihren Pawns. So, ne? mhm. Und das finde ich ist super, super smart gelöst. Und ja, also dieses Spiel strotzt halt einfach so vor, vor so richtig kleinen Details, die also, worüber man sich irgendwie vielleicht, worüber sich andere Spieler gar keine Gedanken machen. So, zum Beispiel, es gibt in dieser Environment gibt es auch so eine kleine Enklave von Elfen namens Sacred Arbor. Und wenn du dort hinkommst, du kannst an Sprache ja nicht sprechen. So. Das heißt, du kannst auch nicht lesen, was sie sagen. Das ist alles so gesquiggelt. So. Und auch die HändlerInnen zum Beispiel und die Beschreibung von den Items sind alle so gesquiggelt. Und du kannst aber dann, wenn du ähm, für die Elfen, also ein Elf gibt es, der quasi äh, in englisch spricht, und wenn du sein Vertrauen gewinnst, dann vertrauen sich quasi auch andere Elfen dir an. Und dann kannst du Quests verledigen und nach einer Zeit, wenn du quasi genug Quests gemacht hast und denen irgendwie Geschenke gemacht hast, dass irgendwie dann deine, deine ähm, ja, Zuneigung mehr oder weniger oder Affinity heißt es im Spiel genug gestiegen ist, dann bekommst du eine Schriftrolle, die du deinem Porn lernen lassen kannst und dann kann versteht dieser Porn eben Elfen Und wenn du einen Porn mit dieser Spezialisierung in deiner Gruppe hast, kannst du auch lesen, was sie sagen. Und ne? Also, es ist einfach so, so viele kleine Details, die das irgendwie. Also, es hat so durchdacht einfach, dieses Spiel. So. Und ich glaube halt einfach, dass bei Dragon's Dogma 1 wäre das halt vielleicht einfach technisch noch nicht so möglich gewesen. So diese, diese, dieses tiefschürfende, sage ich mal, diese vielen kleinen Details. Und ich finde halt Dragon's Dogma 2 ist halt wie so ein unerwartetes Geschenk in Anführungsstrichen, <laughs> weil es einfach dieses Potenzial, das Teil 1 schon hatte, jetzt irgendwie, finde ich, komplett realisiert in der Interaktion mit dieser Welt, die nebenbei gesagt wirklich super, super schön ist. Also die Welt von Dragon's Dogma 2 ist tatsächlich auch in der RE-Engine gebaut also das, die, die Engine, die halt die, die neue, neuesten Resident-Evil-Teile befeuert. Und super, super schöne Welt. Verwinkelt, zerklüftet, atmosphärisch. Ich hatte jedes Mal also du wirst es nachfühlen können, Christina, weil wir haben beide Elden Ring gespielt. Mhm. Und dieses Gefühl, wenn du von Limgrave nach Lyonia kommst, ja. auf dieser Klippe, und dann guckst du so, ne, über diesen See und weißt, okay, da muss ich jetzt hin, da kann ich jetzt hin. Und das ist bei Dragon's Dogma 2 auch so oft, dass du einfach dann irgendwie, du kommst so in eine Biegung, da ist dann irgendwie, du bist gerade in so, einem, in so einem Bergpfad, du kommst in eine Biegung und dann ist quasi eine Lücke in den Bergen du siehst, da hinten ist die Hauptstadt. Und du weißt, okay, das ist die Hauptstadt, riesengroß, da muss ich hin, das ist mein Ziel. So. Und du kannst dann halt auch wirklich da, die Sachen, die du siehst, da kannst du dann auch noch hin. So. Und ja, also das ist super, eine super cooler Take irgendwie auf eine Open World mit diesem optionalen Handholding eben. Der einzige Werbungstropfen ist halt technisch, ist es nicht so super gut optimiert. So, es gibt auch super viele ja, negative Rezensionen auf Steam zum Beispiel dafür. Also ich glaube, also zum einen wegen Mikrotransaktionen gibt es halt äh, einige. Das aber auch irgendwie alles Items sind, die du auch im Spiel selber bekommst. Aber du kannst halt die dann halt vorher kaufen, wenn du, wenn du möchtest. Für irgendwie ein bis zwei Euro. Finde ich auch ein bisschen fragwürdig, warum man das überhaupt macht, wenn es dann im Spiel irgendwie verfügbar ist. Sowieso. Ne? Und. Ja, also es ist halt auf 30 Frames pro Sekunde begrenzt auf der Konsole auf jeden Fall. Und es jankt immer so ein bisschen und stottert so ein bisschen. Aber ich finde, das kann man verschmerzen. Aber es ist, es ist auch tatsächlich, also ich glaube, es ist ein Spiel, das nicht allen Leuten Spaß machen wird. So, es ist ein sehr spezielles Spiel, glaube ich. Aber Leute, die ja halt Dragon's Dogma 1 gut fanden, also die sind im Himmel mit dem Spiel. So. Also ich kann mich, ich sehe mich jetzt schon noch locker weitere... 60, 70, 80 Stunden in dieses Spiel stecken, weil ich mich einfach so wiedergefunden habe in dieser Welt. So, also wirklich so, ja, einfach, einfach wirklich ein hervorragendes Spiel. Für mich schon ein Spiel des Jahres, glaube ich, mittlerweile. <laughs> genau. Und wer noch ein bisschen kultivierter, kultiviertere Schreibe über dieses Spiel lesen möchte, äh, Austin Walker, ehemals äh, von Waypoint hat für Remap Radio das neue Projekt von einigen Waypoint Leuten einen sehr sehr guten Artikel ein Essay geschrieben namens Four Thoughts on Dragon's Dogma und das werden wir natürlich in den Notes verlinken ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Genau. Ja, das habe ich sehr sehr viel geschwärmt von ja, Dragon's dafür Dogma 2. Ja, ist dieser Podcast ja auch da so ein bisschen. Ja. Ja. Also wir hatten da ja schon mal kurz drüber gesprochen, dass du hast mir versucht dieses Porn-System zu erklären, ja. bevor das Spiel rauskam. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, das füllt so eine Gefühl, so eine Elden Ring-Lücke vielleicht. Einfach nur auf Basis der Screenshots, ne? Ohne jetzt wirklich auf so Soulslike-Mechaniken oder sowas einzugehen, einfach nur, dass mhm. du 100 Stunden in eine Fantasy-Welt stecken kannst, einfach nur auf der Ebene. Aber mich hatten auch die ganzen negativen Rezensionen überrascht. Hier, ja, also es sind bei Steam über 36.000 Rezensionen und ähm, Fazit ist ausgeglichen. Und ich habe das auch nur gescannt, weil erste Vermutung ist natürlich, ist es irgendein Gamergate-Ding, dass es review bombed wurde. Aber es ist tatsächlich einfach nur viel Mikrotransaktion und dass die Performance nicht passt. Du spielst auf der Konsole, hast du gemeint, weißt du, ob es da zum PC noch irgendwelche nennenswerten Unterschiede gibt? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also klar, ich glaube, es auf dem PC ist einfach tendenziell, also auch nicht gut optimiert wohl, der, hm. der, der Rezension zufolge. Aber tendenziell kriegst du eine höhere Framerate auf jeden Fall hin. Und ja, also da gab es tatsächlich jetzt kürzlich einen... Ich glaube, es so war ein Tweet oder so von den Devs, dass schon daran gearbeitet wird, irgendwie Framerate zu optimieren, so ungefähr. Naja, mal gucken, was da, was da noch passiert. Also mich hat es bis jetzt, muss ich sagen, jetzt nicht so brutal gestört, ehrlich gesagt. Ich bin aber auch nicht jemand, der, jemand, der irgendwie so auf, auf 60 FPS immer, immer ähm, ja, zwangsweise aus ist. Ja. So. Da gibt es aber viele natürlich äh, The Gamers, sage ich mal, die da sehr viel Wert drauf legen, dass es bei 60 auf 60 FPS läuft. So. Genau. Naja, aber also wenn du dir ein System holst, das und unendlich viel Geld da reinsteckst, um halt so ein optimiertes Erlebnis zu haben. Mh. Und das Spiel das da nicht liefert, ist schon ärgerlich, glaube ich. Also ja, klar. Also ich verstehe versteh das durchaus, aber ich weiß nicht, dass. Also ich verstehe halt dann nicht irgendwie so diese Reviews, die dann quasi, ich meine, bei Steam geht natürlich auch nur empfohlen oder nicht empfohlen, ne? mhm. Aber weiß ich nicht, ich würde, wenn das Spiel sonst alle Erwartungen erfüllt, würde ich persönlich ja, glaube ich, nicht ein schlechtes Review geben. So, nur weil es einfach technisch nicht ausgereift ist, weil, keine Ahnung, also. Naja, ist das halt ist, ist natürlich auch ein Instrument, um Frust auszulassen. Ja. So. Also. Ja klar, aber es, es ist halt, es ist halt auch irgendwie in der Zeit, in Zeiten, wo also Steam-Reviews einfach ausschlaggebend sind, mittlerweile ja. Also ich glaube bei Dragon Dogma 2, es wird kein Dragon Song 3 geben, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist halt ein, gefühlt, ist das irgendwie, hat wir Bock Bock, nochmal eins zu machen, so, und das ist ja auch nicht wirklich, das wird kein Blockbuster werden, so. Da, da werden keine irgendwie, weiß ich nicht, 40 Millionen Einheiten von abgesetzt werden. Dafür ist es viel zu nischig. So. Ist es das? Ja, total. Also, ich meine, guck mal, es hat zehn Jahre gebraucht, bis, bis zu diesem ersten Teil, der schon damals irgendwie totaler Kritiker in den Liebling war. Bis irgendwie die mal gedacht haben, ja, machen wir einen zweiten Teil davon. So, und ich, also, ich, das ist halt, klar, es ist natürlich äh, High Production Value. So, klar, mhm. es ist schon ein AAA. Oder, also, a plus vielleicht, aber eigentlich schon ein AAA-Spiel. Naja, wenn es von Capcom ist, kann man, glaube ich, von AAA sprechen. <laughs> ja. Aber es ist auf jeden Fall keine kein Prio-Franchise, so Dragon's Dogma. Ja, ich glaub, ja, gut. Ist, das wird das sich, ja. Also hm. es wird sicher wird sicher in den Millionen sein, die abgesetzten Einheiten. Das ist gar kein Zweifel, aber es wird auf keinen Fall jetzt irgendwie so ein Blockbuster-Erfolg werden. So. Ja, aber weil es vielleicht auch gar nicht darauf ausgelegt ist. Ja, aber dann werden dann, ja genau, und dann werden aber quasi dann vielleicht die Maßstäbe dafür angesetzt. So, die Maßstäbe für einen, weiß ich nicht, ein. Ein. Weiß ich nicht, Call of Duty oder ein Assassin's Creed oder sonst was in die Richtung. So. Und das kann das Spiel nicht leisten. Das will es auch nicht leisten, aber. Ja, keine Ahnung. Ja, ich habe gerade Assassin's Creed-Flashbacks, so und, also. Ja. <laughs> <laughs> ich ich setze das nicht mit Qualität gleich, aber. Da, nee, da kommen mit, wir wieder. Mit so, ja. Ja, ja, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ja. So. Genug von Dragon's Dogma 2. Christina, wir kommen mit deinem zweiten Spiel wieder ans ganz andere Ende des Spektrums in Sachen ja. Production Value und Teamgröße auch ja. und Preis und allem Drum und Dran. Aber auch eine Fortsetzung, quasi. Ja. Ähm ja, also es ist das neue Midnight Scenes mhm. und das heißt, jetzt muss ich nachgucken, habe ich komplett vergessen. Midnight Scenes is safe place. So. Mhm. Ähm, und es ist die fünfte Ausgabe quasi von Midnight Scenes, eine wiederkehrende Serie von Octavi Navarro. Mhm. Und hieran haben Octavi Navarro und Susanna Grenell, spricht man vermutlich Spanisch aus, weil die, glaube ich, in Barcelona sitzen. Ähm, die haben jedenfalls zusammen daran gearbeitet. Und es ist 90 Minuten exzellenter Pixelhorror. Mhm. Und insofern eine Fortsetzung, als dass es wieder wie so eine Geschichten-aus-der-Gruft-Sache aufgebaut ist. Es ist halt wie, oder diese in Alan Wake 1 gab es so eine wiederkehrende Fernsehserie, sowas mhm. halt, ne? Ähm, und es ist so eine kleine Episode, einfach eine gruselige, aber im Gegensatz zu den zwei Folgen davor hängen die hier nicht zusammen, inhaltlich. Mhm. Äh, jedenfalls nicht erkennbar. Vielleicht gibt es irgendwann noch eine große Auflösung, dass es ein Universum ist, davon träume ich zumindest. Ähm, hier, Safe Place auf jeden Fall. Die Grafik ist wie immer on point, aber der Sound, oh mein Gott, da hat Susanna, die hat laut den Credits daran gearbeitet, echt was rausgehauen. Der ist so gut. Also ist mir explizit aufgefallen. Und ich bin kein Mensch, der da oft drauf achtet, einfach weil das nicht so in meiner Wahrnehmung ist, aber hier hat es mich aus den Socken gehauen. Ähm. Man spielt Phil. Phil ist so Anfang Mitte 20 und hat eine Angststörung, mhm. ohne ihn jetzt irgendwie diagnostizieren zu wollen. Ähm, auf jeden Fall hat er seit einem Monat sein Zimmer nicht verlassen, weil er Angst hat vor dem, was draußen ist. Ähm, sein einziger Kontakt zur Außenwelt ist ein äh, kleines Teleskop, was er hat, womit er so den Nachbarn hinterher spioniert und sein Telefon, worüber er mit Noel einer Freundin schreibt, mhm. in die er wohl so ein bisschen verknallt ist. Und dann folgt man am Anfang Phil und seinem Alltag. Man pinkelt mit ihm in eine Plastikflasche und dann macht er noch sein großes Geschäft in Eimer, wo dann einfach ein Brett draufkommt und dann kommt er wieder zurück in den Schrank und wird dann mit einer Angelschnur runter Richtung Mülltonne transportiert, alle paar Tage. Mhm. Und Noel arbeitet in einem Supermarkt, der gehört ihrer Mutter und sie bringt ihm dann regelmäßig was zu essen. Dann macht er sich mit seinem kleinen Gaskocher irgendwie eine Tomatensuppe warm und guckt dann im Internet, bestellt sich neues Essen. Ähm, und ja, man, man durchlebt halt einfach so einen typischen Tag in Phils Leben aktuell. Ab und zu hört man seine Familienmitglieder, die versuchen mit ihm zu reden, aber jedes Mal, wenn seine Eltern mit ihm reden wollen, bekommt er eine Panikattacke und kann nicht antworten, selbst wenn er wollte. Ähm, sein Vater ist abusive, also Soweit man erkennen kann, nicht gewalttätig, aber sehr knapp davor. Also wirklich mit Gewalt an Drogen und äh, unter Druck setzen und äh, Phil ständig sagen, wie schwach er ist und wie enttäuscht er von ihm ist. Und ja, das ist so im Grunde die, die erste Einstellung, die erste Szene, die man hat. Und dann spielt man später Noel. Und klickt dann so durch ihr Leben. Sie hat dann Geburtstag und teilt sich kurz mit ihrer Mutter. Dann geht sie arbeiten. Dann bringt sie Phil was zu essen. Hat einen kleinen Flirt mit dem Nachbarn und dann geht es wieder auf Phil zurück und dann geht es immer so ein bisschen hin und her. Und das Problem bei den Stellen, wo man Phil spielt, ist, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wann das ist. Man mhm. hat bei Noel immer noch eine Einordnung, welcher Tag es ist und welche Uhrzeit. Und bei Phil ist das so all over the place, weil er zu allen möglichen Uhrzeiten schweißgebadet aufwacht, von seinem Handy geweckt wird, weil irgendwie seine Health-App ihm sagt, dass sein Puls durch die Decke ist und er hat Albträume. Und man fängt aber an, so, so, eine, so einen kleinen Ausschnitt mit ihm zu spielen. Guckt zum Beispiel durch ein Teleskop und beobachtet die Nachbarschaft, die man ihr kennt. Und auf einmal kommt dann eine schwarze Gestalt mit einer Flinte aus dem Haus raus. Und dann guckt sie direkt in die Kamera, quasi Phil an. Und hat dann so drei Augen. Und dann wacht er auf. Und man weiß, mhm. okay, es war ein Traum. Und es gibt aber immer und immer und immer wieder solche Szenen, wo die Dinge weird werden. Und dann wird es aufgelöst. Aber dann weißt du nicht, bist du jetzt dann doch noch wieder in einem Traum? Oder es ist einfach verwirrend. Und so geht es dann halt hin und her. Und am Ende gibt es einen Plot-Twist, den, den ich natürlich nicht verrate, aber ich war so schockiert. Also, und da ist mir bewusst geworden, auch so im Nachhinein. Ich habe das noch lange mit mir rumgetragen. So ein paar Tage hat mich dieses Spiel noch begleitet, weil diese Plot-Twists, die sind eigentlich immer relativ gewalttätig in den Midnight-Scenes, aber besonders hier sind die Hinweise, die das Spiel verteilt, ähm, wie heißt es, Mehrdeutig sind die. Also mhm. es könnte halt genauso gut auch alles was ganz anderes bedeuten. Und du formst ja natürlich beim Spielen so eine Idee, was hier so der Twist sein könnte, wie die Auflösung ist. Und es war einfach überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. Und es war so viel besser. Ich war, ich war mhm. so beeindruckt. Und ich glaube auch durch diesen Kontrast zwischen den harmlos wirkenden Pixeln. Die dann aber doch relativ viel anrichten können und eben dieser Gewalt, die hier gezeigt wird und die man durchlebt, physisch, mental, als Phil in diesem Fall. Ich glaube, das trägt dazu bei, dass das so effektiv ist, diese Midnight Scenes, weißt du? Also, es sieht halt cute aus, es sieht meistens mm. zumindest am Anfang schön bunt aus und denkst dir so ein ach, kleines Adventure. Und dann kommt irgendeine richtig abgefuckte Kreatur und es sieht es sieht beeindruckend aus und dann kommt aber noch die Geschichte dazu die aufgebaut wird ohne dass du trotzdem in irgendeiner Weise darauf vorbereitet bist, was kommt. Also du merkst, ich bin immer noch begeistert und mir fehlen so ein bisschen die Worte, das was ich Empfinde in Worte zu fassen, glaube ich. Mhm. Aber eine Sache noch, was mich auch noch begleitet hat, ist einerseits, also ich kann Angststörungen wie diese überhaupt nicht nachempfinden. Und gerade am Anfang schafft es das Spiel aber, hier Empathie zu vermitteln oder zumindest für Verständnis zu sorgen. Und man kann, warum Phil in diesem Zimmer bleibt, irgendwie nachempfinden. Ich verstehe es irgendwie dann doch, weißt du? Mhm. Und das Spiel schafft es ja ganz gut zu vermitteln. Aber das ändert sich nach und nach. Und irgendwann muss ich diese, diesen Eindruck von Phil und dieses Verständnis für das, was er in seiner Situation tut, muss ich widerrufen. Weil mir das Spiel auf einmal ganz andere Informationen über ihn und seine Situation gibt. Und diese widersprüchlichen Gefühle, die sind super spannend. Mhm. Also in der Regel geben sich ja Spiele viel Mühe, ein ganz bestimmtes, manchmal eindimensionales Bild eines Charakters zu vermitteln. Und die Tiefe wird dann durch Nuancen dieses einen Bildes vermittelt. Also es wird mhm. dann suggeriert, dass dieser Charakter. Naja, rund ist quasi in der Literaturwissenschaft im als Gegensatz zu flach. Ne? Kann man ja. sich, glaube ich, was drunter vorstellen, auch wenn man das nicht weiter kennt. Und Spiele tun dann oft so, als wäre ein Charakter rund und als hätte der voll viel tiefer und als wäre der komplex, indem sie einfach das, was ja. sie die ganze Zeit über sagen, doch mal anders sagen. Und dass es eine neue Situation gibt, wo der Charakter ein Tick anders reagiert, aber eigentlich exakt so, wie du es erwartest. Und dadurch denkt man dann, oh, das ist ja voll komplex, aber ist es ist eigentlich gar nicht. Ähm, hm. Ich muss ja die ganze Zeit an Banishers denken, weil die Charaktere sind auch mega vorhersehbar irgendwie, aber da funktioniert es und da ist es was Gutes, finde ich. Also es ergibt einfach Sinn, weil du ja eh zwei Charaktere spielst und dann ist es sinnvoll, wenn du die. Direkt einordnen kannst. Aber hier in ähm, Safe Place, ist es das genaue Gegenteil. Also, das Spiel gibt sich am Anfang sehr viel Mühe, bis du viel magst. Und dann denkst du dir irgendwann so, wa was geht bei ihm ab, ey? Warum hatte ich jemals Mitleid mit ihm? Und dann hast du doch wieder Mitleid, weil dann doch irgendwie. Es ist verwirrend. Es ist so verwirrend und so gut einfach. Ich kann mich hier weiter im Kopf und Kragen reden, aber ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr allzu viel Produktives bei rum. Ich finde einfach, jeder Mensch sollte Midnight Scenes a Safe Place gespielt haben. Meiner mhm. Meinung nach das beste Midnight Scenes bisher. Also definitiv besser als From the Woods und The Nanny. Das mhm. waren die zwei davor, die auch zusammenhängen. Ich habe sonst nur noch Erinnerungen an das erste. Das war das mit der Frau, mit, dem, mit der Autopanne. Mhm. Nee, das hier ist das Beste. Okay. Ich. Ja. Spannend. Ja, ich habe natürlich auch direkt, also weil ich wusste gar nicht, dass das jetzt schon wieder ein fünfter Teil rausgekommen ist von Midnight Scenes, habe natürlich auch direkt am Anfang dann ähm, mir es gekauft, so, weil ich wusste, mir wird es auch wieder gefallen und nach deiner Vorstellung. Habe ich noch mal Bock, das zu spielen. Vor allem das Schöne ist bei Midnight Scenes ja immer, dass die einzelnen Episoden ja so maximal eineinhalb Stunden lang sind. Sowas. Ja. Ja. Also kann man wirklich an einem Abend, also statt irgendwie den Horrorfilm zu gucken, kann man dann ein kleines Horrorspiel spielen, so ungefähr. Ja. Und ja, also ich finde das, find das spannend, was du gesagt hast zum Thema, dass dieses Vorgaukeln von Tiefe bei Charakteren ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, dann irgendwie so ein. So ein so einen Twist mit reinzubringen, wo man irgendwie dann die Einstellung gegenüber einem Charakter ändert, so, gerade wenn es wieder Hauptcharakter ist. Aber es klingt auf jeden Fall super spannend. So, und ist es ist dann auch so, also dann so nach dem Motto aufgrund seiner, seiner psychischen Verfassung so gerät das Spiel dann auch, dass manche Dinge abgesehen von den klaren Träumen auch gar nicht so passiert sind, wie sie vielleicht passieren, oder wenn du viel steuerst? Ja. Was ist meine? Ja, also einfach weil man irgendwann den Überblick verliert, was jetzt ein Traum ist und was nicht mhm. und weil wenn du zwischen Phil und Noel hin und her wechselst und dann wieder bei Phil landest, musst du irgendwann permanent hinterfragen, ob es einfach ein Traum ist, der nicht aufgelöst mhm. wird und du weißt ja auch gar nicht, wann das stattfindet, so die, die Zeitlinie der Zeit. Wie heißt das? Zeitlinie oder nicht? Zeitlinie, ja. Auf hm. jeden Fall ist es sehr intransparent. Die Timeline. Die Timeline, ja. Und du fängst an, <laughs> ja. irgendwie das so ein bisschen zu hinterfragen und gleichzeitig musst du ja auch permanent irgendwas machen, dass du gar nicht dich zurücklegen kannst. Und denkst, hm. was mache ich jetzt? Weil das ist die ganze Zeit so eine, so eine Anspannung ist da permanent. Weil hm. du weißt ja, es ist nicht so lang, das Spiel und man, man, man hat so Hummel im Hintern und so ein Kribbeln in den Fingern, weil man weiß, es geht jetzt halt sofort weiter. Hier wird jetzt nicht irgendwie zwei Stunden lang noch Exposition oder so gebracht, sondern mhm. Zack, 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 es geht jetzt weiter. Und deswegen kann man sich auch sehr gut davon einfach treiben lassen. Auch weil du ja immer weißt, was du klicken musst. Ich glaube, man kann fünf Sachen anklicken, die optional sind. Und der Rest, da hast du genau. Also du kannst dich so ein bisschen irgendwo hinklicken und dann sagt er, nein, ich muss jetzt das machen. Also das Spiel ist gameplaymäßig extrem geradlinig. Mhm. Und dadurch ähm, ja, dadurch fragst du dich nicht, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, sondern mhm. es ist immer exakt extrem eindeutig, was du jetzt nächstes machen musst. Und ich glaube, das hilft. Dem Spiel in diesem Fall, wo das sonst vielleicht ja. eine Kritik wäre, ist es ist hier einfach Sinn der Sache, weil es unterstützt die Art und Weise, wie das Spiel die Geschichte erzählt. Ja, ja klar. Also in solchen Kontexten ist so eine geführte, geführtes Erlebnis definitiv besser als irgendwie tausend ähm, Sackgassen zu haben, mehr oder weniger, die man reinrennen kann. Also nicht das Spiel. Also nicht, die dann quasi das unmöglich ein Spiel zu beenden, aber einfach so, die zu nichts führen, weißt du? Ja, also so, es bringt und, ja äh, nichts, wenn du, ich stelle mir jetzt so ein super generisches First-Person-Horror-Spiel vor einem Haus, wenn du da Sachen mhm. erkundest und dann, ja, das ist, glaube ich, das, was du mit Sackgassen meinst. Ne? Da geht so ein bisschen die Luft raus irgendwann. Mhm. Ähm, und das passiert hier natürlich nicht. Ja. Also, klar. sei denn, du spielst einfach nicht und guckst dir die Pixel an. <laughs> ja. Sehr gut, also wieder ein empfehlenswertes Midnight Scenes. Mhm. Und wieder mal äh, eine, ein guter Job von Octavio Navarro und Susanna Grinnell. Ja. Ja, mein zweites Spiel ist auch so ein bisschen horrormäßig, aber sehr light tatsächlich. Ähm, und zwar handelt es sich um The Thaumaturge. Ich musste, in meinem Kopf habe ich ungefähr 100 Mal übrigens richtig ausspricht, weil es ein sehr ungelenkes, ungelenkes Wort ist. Und uh, The Thaumaturge ist ein sehr eurojackiges Story Rollenspiel. Also sie sagen Story Rich Roleplaying Game, aber eigentlich ist es kein wirkliches Rollenspiel. Es ist Rollenspiel Light auf jeden Fall ähm, von einem polnischen Entwicklungsteam namens Fools Theory. Und dass sie aus Polen kommen, ist wichtig, weil es ist quasi eine ja historisch, historische Version, also eine mit Magie angereicherte. Man befindet sich <laughs> im. Es spielt in Polen 1905, als es noch Teil des Zarenreichs quasi war, als es das russische Zarenreich noch gab. Und ist aber in dem Universum, in dem es spielt, gibt es Magie. So Und generell ist es natürlich eine spannende Zeit, also mit ähm, dem auch in Europa stark verbreiteten Antisemitismus, mit dem Aufkommen des Sozialismus mit den, ja, an den Rändern ausfransenden, ähm, dem russischen Imperium, also der, dem, dem Stand des Imperialismus zu diesem Zeitpunkt, einfach Anfang des 20. Jahrhunderts und wieder aufkeimende nationalistische Bewegungen, die eben dann diesem ganzen imperialen Gedanken entgegenstehen. Und deswegen super spannende Zeit, um irgendwie ein Spiel da reinzusetzen. Und man spielt Viktor Schulski Viktor Schulski ist, naja, also... Dem, dem, der Regierung nach, Russe, aber ist eigentlich Pole, also kommt aus Warschau und ist ein ja, Taumaturg eben. Und als Taumaturg, das ist eine Version von Magiern in diesem Spiel oder in dieser Welt, in, diesem, in dieser Alternate History mehr oder weniger, die Geister sehen kann. Diese Geister heißen Salutoren und das sind oft so Figuren aus der Folklore. Es gibt zum Beispiel Golem. Ein Golem ist zum Beispiel ein Salutor in dem Spiel. Und Salut also äh, Thaumaturgen können quasi Makel in Menschen aufspüren und die Spuren, die Menschen auf Gegenstände lassen, wenn sie sie quasi anfassen, können sie auch mehr oder weniger nachvollziehen. Das sind so quasi Magiedetektive, mehr oder weniger. Okay. Und es hängt quasi damit an, dass Schulski sich einen weiteren Salutor dazu holen möchte, neben seinem Haus-Salutor, sag ich mal, Upir heißt er, Und das scheitert aber. Und dann ist er quasi so psychisch so ausgelaugt und hat so viel und hat Albträume und kann nicht richtig schlafen und ist quasi so kaputt, dass er sich auf die Suche nach Heilung macht in ein ähm, Dorf ähm, im ländlichen Polen und dort trifft er Rasputin. Also die historische Figur Rasputin, der ja quasi magische Fähigkeiten nachgesagt wurden und in diesem Spiel hat er magische Fähigkeiten. Das heißt, nachdem er mit Rasputin in was der Prolog des Spiels ist muss man ihm so einen Mordfall aufklären und Rasputin dabei helfen, diesen Fall aufzuklären? Dann hilft er ihm sozusagen, also hilft der Schulzki dabei, ähm, durch Hypnose wieder zu sich zu finden, sich zu erholen, mehr oder weniger. Und in diesem Prolog, in dem man mehr oder weniger die ganzen Mechaniken lernt, danach kommt man zurück nach Warschau und findet raus, dass sein Vater gestorben ist. Und man hatte eh ein schlechtes Verhältnis zum, zum eigenen Vater, der irgendwie sehr, sehr herrisch, der sehr dominant war und der ihn auch, ja, weggeschickt hat vor 15 Jahren aus Warschau, sozusagen hat ihn verstoßen, mehr oder weniger. Und man kommt quasi gerade zu dem Zeitpunkt nach Warschau, als ein neuer Stadthalter vom Zaren eingesetzt wird, was irgendwie damit zusammenhängt, dass es auch so ähm, ja, abspaltlerische Bestrebungen in Polen eben zu dem Zeitpunkt gibt, dass eben der Sozialismus und Kommunismus irgendwie im Aufwind ist und es ist, anfangen sich sozusagen die ArbeiterInnen zu solidarisieren und irgendwie, ähm, ja, gemeinsam Aktionen zu starten. Und genau. Und im Endeffekt muss man dann vor diesem Hintergrund, muss man herausfinden, was, wie der Vater umgekommen ist, was der Hintergrund dieses, weil er quasi nicht aus natürlichen Todes gestorben ist. Und man muss in erster Linie das schwarze Grimoire finden. Das ist sozusagen dieses Buch, jeder Traumaturg hat so ein Buch bei sich. Und man muss quasi das des Vaters finden, das wird einem im, 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 äh, im Testament hinterlassen. Und genau, das ist so der, der rote Faden. Erstmal, also ich bin jetzt im zweiten von drei Akten, also habe noch ungefähr wahrscheinlich so ein Drittel zu, zu tun. Und genau, mechanisch ist es, man läuft in der User-Perspektive durch Warschau, also klar, im durch so ein Dorf, aber im Endeffekt ist man dann hauptsächlich in Warschau unterwegs und muss dann ähm, neben der Hauptquest kann man noch ganz viele, ja, so kleine Nebenquests. Erfüllen. Die sind aber leider viel, also viel davon sind relativ billig, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel, man findet einen Flyer irgendwo an der Wand oder ein Plakat, das irgendwie darauf hinweist, dass es in irgendwo in diesem Viertel, wo man ist, weil man kann noch irgendwie, ich glaube, man ist in insgesamt sechs verschiedenen Vierteln unterwegs, zwischen denen man hin und her reisen kann, dass man irgendwie dort irgendwo, dass es irgendwo Tanzstunden da gibt. So Und dann bekommt man quasi so einen Eintrag, okay, ich muss mehr herausfinden mit diese Tanzstunden so ungefähr. Und weiß aber nicht, wo man hin muss. Und da kommt eine weitere Besonderheit von den Traumaturgen ins Spiel, nämlich die, ähm, die Intuition mehr oder weniger. Das heißt, du kannst mit der rechten Maus -Klick, kannst du quasi, dann schnippst du Charakter und dann wird, wird so ein, breitet sich so ein konzentrischer Kreis um dich herum aus und der führt dich quasi, der führt dann so eine, zeigt so eine Spur an, so eine rote Spur, der du quasi nachfolgen, nachlaufen kannst, die dich zum nächsten, ja, zum nächsten Item bringt, zum nächsten Ereignis, etc. Also es ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen so ein Guide, mehr oder weniger. Und wenn du genug Hinweise gesammelt hast für ein bestimmtes Quest, dann wirst du eben zu dieser bestimmten Adresse geführt, die du dann manchmal auch an bestimmten Tages- und Nachtzeiten besuchen musst. Es gibt auch so einen Tag-Nacht-Wechsel in dem Spiel. Und die Belohnung ist aber dann nur, sind nur Erfahrungspunkte und eine Zeichnung. Und so ein, zwei, ein, zwei so flavor textsätze dazu. Das ist quasi nicht wirklich, also 90% der, der Nebenquests sind halt einfach solche Art von Quests. Du bekommst dann am Ende eine Zeichnung, bekommst XP, eine kleine Erklärung. Die tragen zwar zum Worldbuilding bei, diese Sachen, weil es zum Beispiel auch oft so um, keine Ahnung, ähm, darum geht, dass so West westliche Tänze in Anführungsstrichen, die dann gerade so aus Amerika kommen, dass die so ein bisschen halt unter der Hand stattfinden müssen, diese Tanzstunden oder diese, diese Events. Oder dass es dann irgendwie um so einen Fight Club geht oder irgendwie eine, eine Lyriklesung mit so aufrührerischer, sozialistischer Lyrik so ungefähr. Also du bekommst halt so dadurch ein gutes Gefühl von der Welt vermittelt, aber du hast halt nicht viel. Also die, deine Verben sind beschränkt in der Hinsicht. Das heißt, du kannst halt einfach in diesen Quest selber nicht viel machen, außer Hinweise finden, zu dem Ort laufen und dann die Zeichnung bekommen. Das ist eigentlich das größtenteils. Es gibt ein paar, die sind umfangreicher. Die hängen aber meistens damit zusammen, dass du dir neue Salutoren eben an, anlachst und fängst sozusagen. Ein, ein Beispiel ist, du musst halt in so einem, in so einem Hafenviertel, musst du so auch so eine, so eine Mordserie mehr oder weniger lösen, wo halt ein Maler, der die ähm, frischen Leichen mehr oder weniger, ähm, ja, auf Leinwandband malt, malt sozusagen, der wird verdächtigt und auch verhaftet, aber du musst dann quasi, und es gibt aber Zweifel, berechtigte Zweifel daran, dass er eben der Mörder ist und dann musst du eben, ja, mit deinen Intuition Hinweise finden und mit Leuten irgendwie sprechen und die beeinflussen. Ähm, natürlich hast du nämlich auch so Beeinfluss Beeinflussungsfähigkeiten, sage ich mal, die mit dem Rollenspielaspekt zusammenhängen, denn wenn du Erfahrungspunkte bekommst und Stufen steigst, kannst du die in ähm, vier verschiedene Dimensionen investieren, also Mind, Heart, Deed und du hast quasi in den Dialogen dann zum Beispiel die Möglichkeit, keine Ahnung, eine Dialogoption braucht dann zum Beispiel drei Punkte in Heart, damit du die irgendwie nutzen kannst, so ungefähr. Und genau. Und die sind meistens auch Schema F eigentlich, diese, 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 diese Nebenquests. Und ja, neben diesen Dialogen ist halt, du sammelst Hinweise. Und diese Hinweise sind meistens eben Gegenstände, die mit bestimmten Personen in Verbindung stehen. Und diese Personen, die du suchst, die haben meistens einen Makel, was ich schon am Anfang quasi, was ich schon meinte, dass sie herausfinden können, wenn Personen einen Makel haben. Und diese Makel ziehen die Salutoren eben an. Also bestimmte Makel wie ähm, Selbstsüchtigkeit oder Gier oder so, die ziehen bestimmte Arten von Salutoren eben an. Du musst die Person finden und dann diesen Salutor wieder rausziehen aus denen und, ähm, und in so einem Bosskampf dann eben fangen. Und genau, was halt relativ smart ist, finde ich, dass dieser, dein Charakter eigentlich so gesehen, du kannst ihn zwar als Nice Guy spielen, aber eigentlich ist er jemand, der nach sehr viel Macht strebt. Und je mehr Macht du bekommst, je mehr Salutoren, desto mehr Makel bekommst du auch. Weil du übernimmst dann quasi diese Makel von den Leuten, so ungefähr. Oh, und auch eine, auch ist eine interessante Mechanik. Da ist der Haken, genau. Und auch eine interessante Mechanik, die es dabei gibt, ist, du hast natürlich auch einen Makel, der dann eben deinen Salutor angezogen hat. Und das ist Stolz. Und du kannst sozusagen in Dialogen, wenn du, du wirst immer gekennzeichnet, eine Antwort, die besonders stolz ist, so. Und wenn du deinen Makel quasi fütterst, bekommst du später eventuell andere Dialogoptionen, Lösungsmöglichkeiten für irgendwelche Quests. Das heißt, wenn du besonders stolz agierst. Das ist aber quasi so ein bisschen, muss man abwägen, ob man irgendwie das eingehen möchte, das Risiko, so. Oder, oder eben nicht. Und genau, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es halt dafür, dass es ein Rollenspiel sein will. Es gibt halt keine... Skills, es gibt Kampfskills quasi, die lernst du aber auto automatisch, wenn du wenn du Stufen aufsteigst oder andere Salutoren mehr oder weniger bekommst. Und du kannst ja nur diese, diese diese Dimensions hochleveln, also dieses Hard Mind Skill etc. Und die haben aber keine Auswirkungen, außer dass halt manche Entscheidungen hinter so einem Gate sind so einem Skill Gate mehr oder weniger. Aber du hast ja keine Möglichkeit, deinen Charakter so auszuformen auf die Art. Auch das Fashion Game ist leider sehr sehr schwach bei Thaumaturge, obwohl es super geeignet wäre, weil Anfang 20. Jahrhundert, da geht einiges. Die so. sieht schon sehr fashionable aus auf jeden Fall, hier auf den Bildern in den Videos. Ja, aber das Problem ist halt, du hast, es ist quasi, du kannst ähm, im Spielverlauf andere Outfits freischalten, aber es sind halt nur Palette Swaps, das also sind quasi mhm. nur andere Farben für deinen Mantel, für deine Weste und für deine Hose so ungefähr. Du kannst allerdings auch zum Barbier gehen und dir eine andere Frisur passen und einen anderen Bart, aber da gibt es auch nur so drei oder vier Varianten. Also für drei oder vier Frisuren, drei oder vier Bartfrisuren. Und das finde ich ein bisschen schade. Mhm. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen können, tendenziell. Genau. Und es gibt auch kein Inventar oder keine Ausrüstung oder so. Also es ist alles wirklich sehr, ja, wie gesagt, sehr RPG-Light. Und du hast auch vor allem, es ist sehr linear. So. Also die Mechanik, die du halt hast, die gaukelt dir quasi eigentlich nur vor, dass du wirklich selber ähm, Schüsse ziehen musst sondern wenn du alle genügend Hinweise hast, drückst du einen Knopf und dann kommt die Conclusion quasi. Und die einzige, das einzige Hindernis ist quasi, dass diese Hindernisse, also manche von diesen, von diesen Hinweisen, die du finden musst, haben halt auch so ein Skill Das soll halt zum Beispiel, weiß ich nicht, drei Hard haben musst oder vier Deed oder so und dann kannst du quasi diesen Hinweis erst lesen so und erst herausfinden, mit welcher Person dieses dieses Item diese weiß ich nicht diese, dieses Buch zusammenhängt so ungefähr. Aber das ist das Einzige. So, also du hast quasi, du bist sehr eng, sehr eng gefasst, wie du halt einfach deine, deine Fähigkeiten einsetzen kannst. Und finde ich in dem Fall aber okay, weil es ja auch von sich sagt, es ist ein Story-Rollenspiel und es geht halt wirklich auch mehr um die Story als um die Mechanik. Weil auch eine der anderen Hauptmechanik, die Kämpfe, die sind halt, also die ersten fünf Kämpfe sind ganz cool, weil man halt auch irgendwie so ein bisschen ähm, seine Salutoren einsetzen kann. Und dann halt ein bisschen taktisch denken muss. Zum Beispiel, es gibt halt, die Gegner haben halt zum Beispiel wie bei Sekiro, die haben so einen Poise-Meter. Das heißt, die haben Lebensenergie und die haben so Poise. Oder vielleicht auch Ausdauer in dem Fall. Und du kannst halt bestimmte Salutoren haben halt Fähigkeiten, mit denen sie diese, diese Poise reduzieren können. Und wenn ein Gegner auf Null ist, dann kannst du quasi so einen besonders starken Konterangriff starten. Und du kannst halt auch, es ist halt rundenbasiert, die Kämpfe. Und du kannst halt, also. Du kannst super viel, super tief taktisch reingehen in diese Kämpfe, so, obwohl du nur eine begrenzte Anzahl von, von Angriffen hast oder von Fähigkeiten. Aber ehrlich gesagt, nach dem fünften Kampf, vor allem weil an jeder Ecke irgendwie, also der Schulski prügelt sich mit ungefähr gefühlt jedem, teilweise auch ohne irgendwie Grund. Keine Ahnung. In, äh, ein, ein, ein Kampf ist zum Beispiel, weiß ich nicht, man läuft durch so, ein, durch so ein, durch das Nobelviertel, dann wird man von so zwei Frauen abgecheckt, die sagen so, ah, da ist so eine Acht von Zehn so ungefähr. Und dann dreht er sich noch so ein bisschen rum, so, ah, oh, und, und jetzt? Hm? Und so, ja, vielleicht doch so eine 9 von Zehn. Und dann kommen so andere Typen, meint so, hier, äh, hier wird hier rumgeflirtet, was soll das denn? Und dann, dann musst du halt irgendwie so einen Typen über den Haufen schießen. So völlig, oh mein Gott, warum? Also, ja, man kann auch gar nicht sagen, ich möchte jetzt gehen, sondern sagt man, nee, nee, du bleibst schon hier. Und dann wird man quasi, ja, da muss man einfach diesen Typen verprügeln, so ungefähr. Also total sinnlos. Mhm. So, also Kämpfe, um der Kämpfe willen irgendwie. Deswegen ist halt schnell irgendwie so beliebig. Ähm, aber ich finde, die Story reißt, reißt ganz gut raus, weil einfach so, ähm, was ich spannend fand, auch das Studio halt auch an einem, dem Witcher 1-Remake arbeitet. So, also es ist halt wirklich sehr eng verknüpft. Mit so dieser ganzen osteuropäischen Geschichte und Folklore und Historie. Und also natürlich gerade jetzt vor dem Hintergrund, von dem aktuellen politischen Hintergrund, ist es natürlich auch spannend herauszuheben, was irgendwie, naja, so Imperialismus einfach ähm, abzubilden und was so die Mechaniken dahinter sind und die, 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 die Resultate und die Spannungsfelder. So, gerade natürlich mit Russland ne? mhm. und Polen. Und. Was ich aber auch irgendwie ein bisschen weird fand, ist, dass es sich schon relativ klar rauszeichnet, also es gibt verschiedene Enden wohl, aber es zeichnet sich relativ klar ab, dass es im Endeffekt darum geht, möchte ich, ein, möchte ich ein freies, selbstbestimmtes Polen unterstützen oder möchte ich quasi, dass Polen irgendwie im russischen Reich verbleibt. Und irgendwie sind das gefühlt, Beides nicht so die idealen Lösungen, weil das erste halt da sehr viel so Nationalismus halt einfach mitschwingt. So, ne? mhm. Selbstbestimmt unsere eigenen Bräuche, das möchten wir behalten, wir möchten wieder Polen sein, so ungefähr. Ist halt irgendwie auch so ein bisschen Geschmäckle mit dabei. Mhm. So. Ich weiß halt nicht, inwiefern das wirklich so krass ausgeformt dann wird gegen Ende, weil wie gesagt, ich bin noch nicht durch damit. Aber auf jeden Fall ein interessantes Spannungsfeld und auch ein cooles, cooles Setting einfach. So. Weil mhm. einfach gerade Anfang 20. Jahrhundert so viel passiert technisch, kulturell, äh, politisch und auch unverbraucht einfach so, ne? weil also es, gibt, es gab ja in letzter Zeit viele viele Spiele so mit Osteuropa-Bezug, zum Beispiel eines meiner absoluten Lieblingsspiele von vor, ich glaube, mittlerweile zwei Jahren oder drei Jahren sogar schon, Black Book, wo der ja quasi so eine so eine Hexe spielst, mehr oder weniger, im, im, in der, in der, in der ähm, ich glaube, es war im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert ähm, in, in Osteuropa. Genau, deswegen finde ich spannend, dass auf den Raum so ein bisschen immer mehr Fokus gerichtet wird. Auch von Spielern, äh, Spielern sage ich schon, von EntwicklerInnen, die aus dem Raum eben kommen. Mhm. So. Ähm, ja, also auf jeden Fall interessanter, interessanter weiterer Eintrag in diesem Kompendium der osteuropäischen Spiele, auch wenn es irgendwie seine Macken hat und auch wenn es irgendwie mehr Freiheit vorgaukelt, als tatsächlich dann im Endeffekt es gibt so. Weil es einfach keine multiplen Lösungswege gibt. Eigentlich gibt es immer nur einen, einen linearen Ausgang, so ungefähr. Und diese Entsche also es wird ja halt damit geworben, so ja, moralische Grauzonenentscheidungen und die irgendwie, die irgendwie Auswirkungen haben, aber bis jetzt habe ich noch nichts davon gesehen. So. Von daher keine Ahnung, wie es am Ende aussieht. Aber ja, also eine tendenziell Empfehlung, vor allem wenn man sie mit dem Setting, Bock auf das of the Setting hat, so. Bock auf storygetriebene Rollenspiele hat, aber wahrscheinlich auch genau wie Dragon Saga 2 nicht für jeden oder jede was. So. Ja, naja. Muss ja das auch nicht sein. Ist ja ne? e immer so, eigentlich. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich ich finde, es gibt schon auch Spiele, die man eigentlich jedem oder allen Personen, die generell Interesse an Videospielen haben, empfehlen kann, finde ich. Okay, nenne eins. Ähm, ja. Genau. <lacht> <lacht> ja. ja, guter Punkt. Aber also, mh, oder sagen wir so, es gibt, es gibt Spiele, finde ich, die dann ihre Defizite in manchen Bereichen durch andere Sachen wieder ausgleichen, sodass einfach man eher bei Sachen wegsehen kann. Und es gibt halt Spiele, die so spezifisch sind, die so einen spezifischen Typ, Typus Spieler*innen ansprechen oder so ein bestimmtes Interesse eine Thematik voraussetzen, dass man die einfach nicht, dass man die quasi nur, wenn man ein ähm, ein Sicko ist, spielt empf oder empfehlen kann, nur anderen Sickos empfehlen kann sozusagen. Ja, weißt du, so weißt aus dem Bauch heraus würde ich dir Recht geben, da, würde ja. auch sagen, es gibt einfach Spiele, die sind gefälliger als andere. Aber mir Tetris. gefallen nur... <laughs> ja, gut. Ja, ja. Ja, Super Mario oder. Ja, wobei auch irgendwie nicht. Also sobald man dann. das so, Sobald ich dann versuche darüber nachzudenken, fallen mir nur mm. Gründe ein, warum diese Spiele. Das ist ja auch egal eigentlich. Also. Eigentlich ist es egal, eigentlich, ja. Also, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Das ist schon. Ja. Du, ich kann es auch nicht besser in Worte fassen. <laughs> ja. Ich glaube, es ist schon, ist schon ein okayer Take. Ja. Genauso wie, genauso wie der Take, dass man auf jeden Fall, aber im Gegenzug natürlich überhaupt kein Spiel jemals gespielt haben muss. So. Absolut. Boah, da hat einer weil mal, das ja auch Quatsch ist. als es Twitter noch gab, hatte mhm. ich mal eine Diskussion mit irgendjemandem, weil er meinte, oh, das muss man gespielt haben, aber wenn du dich mit Spielen auseinandersetzt. Ich so, nein. Wer sagt das? Gibt es irgendwo eine Spielpolizei, die guckt, ja. ob du das und das und das gespielt hast, damit du genug Credibility hast, um dich äußern zu dürfen? Aber was für ein Quatsch. Aber also zurück zu dem Spiel, das ich jetzt auch nicht aussprechen kann. Ich glaube, das wäre exakt mein Jam Und ich bin so mega fasziniert die ganze Zeit von diesem, wie heißen die, Saluto Salutoren Salutoren? Salutoren, ja. Es gibt da so einen, der hat so ein bisschen was Vogelartiges. Weißt du, welchen ja. ich meine? Mhm. Welchen Marke bringt der mit? Um, das ist, glaube ich, so ein bisschen, um, ich weiß nicht, wie auf, auf Deutsch übersetzt am besten. Das ist so eine Devil make Care-Attitüde. Ah. Also so ein bisschen. Nach mir die Sturmflut oder was? Ja, so ein bisschen rücksichtslos und um, ja. Okay, ich finde so den Richtung mega gut. Gedacht. Fähig, also richtig richtig gutes Design einfach wenn man den so mhm. zum ersten Mal sieht denkst du dir so oh, was ist das denn <laughs> aber ja. also sieht schon wirklich sehr sehr gut aus das Spiel und jetzt im Nachhinein mhm. dass er auch äh, jeden und jede verprügelt eigentlich ergibt das ja total Sinn ne mit Stolz als Laster ja also dass du nicht einfach gehen kannst und nicht the bigger person sein kannst sondern dass du Leuten aufs Maul hauen musst so. ja ja. Ja. Ah nee, ich habe da schon, hab schon Lust drauf, ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube, du kannst auch relativ. Es ist auch. Also, wenn du nicht irgendwie. Wobei, ich rede ja mit dir gerade. Ich wollte gerade sagen, wenn du nicht. Wenn du es nicht 100% willst, bist du, glaube ich, auch. Brauchst du gar nicht so lange. Brauchst du, glaube ich, so vielleicht 15 Stunden für die Hauptstory. Aber es gibt Achievements. Es gibt sehr viele Nebenquests, die du machen kannst. Und ja, ich schätze dich so ein. Du würdest natürlich das alles machen wollen. Ähm, würde ich auch so sagen, aber ich habe ja jetzt auch ja. bei Banishers gelernt, es kommt darauf an, wie die Nebenquests präsentiert werden und mhm. was der Reward ist. In Banishers kannst du, nachdem du ein Gebiet fertig gespielt hast, alle Main- und Sidequests durch hast und weitergehst, kannst du später nochmal zurückkommen und hast neue mhm. Nebenquests. Aber alle auf einmal irgendwie kannst du dir so anklicken. Um, und du, da ich für mich festgestellt, da ist meine Grenze. Das ist dann, wenn ich weiß, ich habe eh noch 50 Stunden Main Game vor mir, ziehe ich da die Grenze. Vor allem, wenn ich da nichts habe, genauso wie dieses scheiß Assassin's Creed Unity. So ein Direkt <laughs> Spiel wo du irgendwelche Zeitungsschnipsel einsammelst. Oh, I hate it. Ja. Yeah. Also, ich, ich würde sagen, ich habe noch Ansprüche da. Wenigstens so ein paar. Ja, also, ich glaube, tendenziell, ja, ich könnte ein 100%-Spiel für dich sein. The Thaumaturge. Thaumaturge. Aber, was heißt das? Was ist das für ein Wort? Das gibt's tatsächlich, das gibt es auch in der echten Welt, nein Anführungsstrichen, das ist quasi nicht ausgedacht. Ähm, Thaumaturg ist der Beiname mehrerer griechischer Heiliger. Zum Beispiel von Nikolaus dem Wundertäter. Ganz allgemein werden damit wunderbewirkende Menschen bezeichnet. Ja. Ah, Tauma ist Wunder im Griechischen und genau, also Wunder, Heiler, wunderwirkende Person. Ha, huh. auch im Deutschen gibt es das Wort Taumaturg? Naja, also nein, also das ist, das ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, für wen es, also es gibt einen Wikipedia-Eintrag, Taumaturgie. Und äh, genau, es gibt auch in der, in der Theologie gibt es die Lehre von den Wundern, das ist dann die Taumatologie. Ja, Theologie ist ja dann Lehre und Türge ist dann genau. Wirken oder sowas. Genau. Ha. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Berühmte Taumaturgen, Apollonius von Tiana, Franz von Assisi, Jesus Christus, <laughs> Toni, yeah. der Kreiszieher und Hanina Bendosa. Okay. Weißt du Bescheid? Ja. Yeah. So. Nachdem wir jetzt von Horror zu Religion gekommen sind, würde ich sagen, schließen wir den Gamestyle ab. Dieses Podcast, der eh schon sehr lange läuft. Yeah. Und machen Schnellfeuer-Lecker-Levels. Und zwar Christina. Ja. Yeah. Leg los. Ich, ich, äh, ähm, ich habe ich hab Pimp My Milchreis quasi mitgebracht. Ähm, mhm. Milchreis und ich, we go way back, wir haben eine History. Ähm, meine Oma hat heftigen Milchreis gemacht, aber so selbst gemacht. Ne? Ähm, und das bin ich nicht, das kann ich nicht. Kann, kann ich bestimmt, wenn ich wollte, aber ich will halt nicht. Und deswegen nehme ich diesen Fertig-Milchreis, den hat. Meine Mutter immer gekauft. Und immer wenn meine Schwester und ich nach der Schule nach Hause gekommen sind, haben wir oft diesen Milchreis gemacht. Einmal habe ich die Milch anbrennen lassen und dann kam meine Mutter nach Hause. Und es sind blau schwarze Rauchschwaden aus dem Küchenfenster gekommen. Oh Gott. Oh, das war ein Tag. Das höre ich heute noch. Auf jeden Fall Milchreis. Habe ich irgendwie wiederentdeckt. Habe ich vor lang nicht gegessen, auch weil ich halt mhm. den mal mit Hafermilch probiert habe. Schwierig. Aber jetzt habe ich, glaube ich, Milchreis für mich entdeckt, der leider nicht vegan ist dann. Ähm, mhm. Aber wo man einfach diesen Tütenmilchreis von Dr. Oetker auf ein neues Level heben kann. So, man macht den nach Packungsanleitung und da muss ein halber Liter Milch rein. Ich nehme 400 Milliliter Hafermilch, 100 Milliliter Kokosmilch. Es gibt so um, ein Liter Tetrapack im Asiamarkt oder auch Rewe, Edeka, whatever. Diese Mischung, das erhitzt man, wenn das kocht, die Tüte rein, das ist ja dann so Stärke schon mit dem Milchreis und so. Dazu, also ich nehme den normalen, auf gar keinen Fall den, den weniger süßen, ist disgusting, ähm, <laughs> aber auch nicht den mit Vanillegeschmack, weil ich mache da meinen selbstgemachten Vanillezucker rein. Ich habe so ein paar Vanilleschoten. Mhm. Und immer wenn ich was backe, mache ich ein kleines Stück ab, kratze es aus und packe dann das Innere in den Teig. Und das, was dann noch übrig bleibt, da ist ja immer noch genug Vanille drin und dran, das packe ich in so ein kleines Glas mit Zucker. Hat man seinen eigenen Vanillezucker gemacht. Der kommt dann da so ein bisschen mit rein. Und dann muss das ja noch zehn Minuten ziehen. Das macht man dann. Und nach neun Minuten trennt man ein Ei und schlägt das Eiweiß. Das muss. Unbedingt in einer fettfreien Umgebung passieren, weil ansonsten wird es kein Eischnee, sondern Scheiße. Und dann schlägt man das halt. Das dauert auch nicht so lang. Vielleicht lass es zwei, drei Minuten sein, so mit der Hand. Ähm, muss auch nicht komplett steif sein. Also es kann auch noch so ein bisschen man will ja kein Baiser machen, ne? es muss nicht diesen Kopf über Test bestehen, sondern es muss einfach mhm. viel Luft drin sein und das mischt man dann unter den dann fertigen Milchreis und dadurch wird er noch mal luftiger, dadurch wird er irgendwie, der hat dann auch einen anderen Geschmack, aber so ein wie Wolken schmeckt das dann, also ist okay. richtig gut und da also meine Mutter und meine Schwester haben wie so, wie so absolut fernab von jeglicher Realität lebender Menschen, haben die geschmolzene Butter drauf gemacht auf ihren Milchreis. eine mhm. Quatsch, erst Zimt und Zucker, aber so, ich, dass es komplett den gesamten Milchreis bedeckt und darüber okay. dann heiße geschmolzene Butter finde ich crazy. Crazy as fuck. Ich mache einfach nur so ein bisschen Zimt und Zucker drüber. Und ich habe ja jetzt im Internet gelernt, es gibt Menschen, die nicht wissen, was das ist. Die gehen in den Supermarkt und kaufen etwas, was Zimtzucker heißt. Ich weiß nicht, ob jemand, der diesen Podcast hört, zuzählt. Aber also muss ich erklären, ja, dass man einfach nur Zimt und Zucker vermischen muss. Crazy Konzept auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall davon mache ich dann so ein bisschen was drauf und dann reicht das auch. Also man kann das ja mit Apfelmus, mit Schnickschnack dies und das machen, aber ich finde in dem Milchreis selbst ist dann schon so viel extra Arbeit und extra mhm. Zutaten, dass man toppingmäßig nicht viel braucht. Und da steht ja immer drauf, es zwei Portionen. Ähm, als, das ist aber eine Portion eigentlich. Als Teenager fand ich das lachhaft. Da hätte ich ja. zwei Packungen essen können. Mittlerweile ist es wirklich so, ich esse die Hälfte und denke mir, ach, die andere Hälfte esse ich morgen. Ist noch nie dazu gekommen. Wirklich? Ist natürlich noch nie dazu gekommen. Und dann esse ich die zweite Hälfte und dann habe ich Bauchweh. Aber es ist einfach sehr lecker, mm. dass ich Bauchweh in Kauf nehme. Und das ist alles, was Verstehe. ich zu Milchreis sagen möchte. Das ist aber also ich finde das mit dem, mit dem Eischnee quasi oder mit dem ja finde ich super spannend. Das hat meine Oma kann man immer noch gemacht. nie in den Kopf. Kann, kann man noch nie äh, noch nie dran gedacht, dass man das mal machen könnte vielleicht. Hm. Vielleicht muss ich es mal mit mit Aquafarbe ausprobieren. Ja mach mal, berichte mal. Ja spannend. Ähm, ja mein Leckerlevel diese Woche ist salziges Müsli. Let me explain. Ja, auf Florian. <laughs> Und zwar, also, man kann ja, das Schöne am Müsli ist, es ist ja quasi, das ist, das ist ja ein Gericht, da sind ja keine Grenzen wirklich gesetzt, was man so in der Zusammenstellung damit macht. So, ein Müsli kann sein, ich habe Haferflocken, ich habe Milch, Hafermilch, was auch immer, Kuhmilch, Kokosmilch, ja, aber Kokosmilch vielleicht nicht, aber ihr wisst, was ich meine, du weißt, was ich meine. Mhm. Das kann Müsli sein. Völlig legitim. Braucht manchmal auch nicht mehr. Aber Müsli kann auch sein. Ich habe Haferflocken. Ich habe einen Crunch-Anteil, zum Beispiel Knuspermüsli nochmal. Oder Cornflakes. Oder Schokopops oder sonst irgendwas. Dann habe ich noch Obst drin. Banane vielleicht. Und Apfel und eine Birne. Dann habe ich noch vielleicht sogar sowas wie eine Nussbutter drin. Also irgendwie Mandelmus, Erdnussmus. Cashew irgendwas in die Richtung. Oder einfach so Nüsse, Cashews zum Beispiel. Aber da wir ja alle wissen, dass ein bisschen Salz in jedes Gericht gehört, vom Kuchen bis hin zum, zur Bolognese, würde ich empfehlen, wenn man Nüsse reinmacht, gerade dann gesalzene Nüsse zu nehmen. Also gesalzene Erdnüsse, gesalzene Cashews, gesalzene Mandeln, weil das elevated, so ein Müsli, durch einen ganz einfachen Schritt. So enorm, finde ich. Und ich finde dieses Zwischenspiel, dieses, dieses, dieses Wechselspiel aus süßem Süßen, dem Salzigen von den Nüssen und am besten machst du auch noch so einen Klecks Joghurt drauf, so ein bisschen für diese Säure noch dazu. Und dann hast du so, hast du aus so einer einfachen Mahlzeit sowas Spezielles, Besonderes gemacht, das einfach nochmal einen ganz anderen Geschmackshorizont eröffnet. Deswegen salziges Müsli klingt scheiße, aber wenn man nicht irgendwie einen Pot Salz drauf gibt, sondern sowas wie eben gesalzene Nüsse dazu tut, hervorragend. Boah, Florian. Ich möchte nicht mehr ohne tatsächlich. Also, ich habe mir unter salziges Müsli was anderes vorgestellt. Also, Clickbait. einfach du. Halt ja. Lang. Gesalzene Nüsse statt normale. Ja, gut. Damit ja. kann sogar ich leben. Das ist so ein bisschen wie diese Salzbrezel-Schokoladenmischung. Exakt. Ist gut, Exakt. ja. Und also eigentlich ist ja der, die Erkenntnis, das, was ich vermitteln möchte, die News you can use vielleicht für einige Leute da draußen, dass eben wirklich in fast, fast jedes Gericht wird durch zumindest ein bisschen Salz besser, weil einfach dann der Geschmack intensiviert wird. So, Dem Essen sind keine Grenzen gesetzt. Wusstest du, so. dass, dass es äh, ein Projekt gibt, das Use the News heißt? Jetzt, wo du es gerade gesagt hast. Das ist ein sehr gutes Projekt. Äh, nee. Von der, nee, es ist ein deutsches Projekt. Ja, von der DPA, Deutsche Presseagentur, ja. und Hans Bredow-Institut oder Leibniz-Institut für Medienforschung und noch so ein paar anderen, meine ich. Über halt mhm. Nachrichten zum Forschungsprojekt. Sehr ja. gut. Die haben einen sehr guten Newsletter. Sehr gut. Dann packen wir den noch einfach auch in die Show Notes, würde ich behaupten. Ja, warum nicht? Als, als Service für die Hörenden da draußen. Genau. Und ja, News You Can Use, also das, den Begriff kenne ich, kenn ich schon länger und das ist ja eigentlich auch so eine ganz gute, ganz gute Maxime, so um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn man quasi ähm, ja, Artikel, Beiträge, was auch immer schreibt, dass man dann vielleicht auch mal noch mal so, ein, so eine Handreichung gibt, wie das eben vielleicht auch das eigene Leben der Lesenden Treffen könnte und was man daraus ziehen kann. So, kann immer hilfreich sein. Ich überlege gerade, ob wir das in diesem Podcast gemacht haben. Null, ne? Aber ich, ich glaube, es ist okay. Hm? Ich glaube, es ist auch okay. Ich glaube, es ist auch okay. Und wenn ihr das auch okay findet, dann bewertet unseren Podcast gerne auf Apple Podcasts oder auf Spotify mit Sternen, Punkten, was auch immer. Und lasst auch gerne Kommentare da, wenn ihr mögt. Und natürlich teilt diesen Podcast gerne mit euren Freunden oder, oder Feindinnen. Macht einen Social Media Post dazu, macht einen Reel, macht eine Story, macht einen Skeet, was auch immer, worauf ihr Bock habt, würden uns sehr darüber freuen. Das hilft uns dabei, einfach mehr gesehen zu werden und noch mehr Leute mit unseren fünf sternen inhalten zu beglücken. <laughs> Alle unsere Episoden findet ihr auf lostlevels.de und auf Blue Sky gibt es uns unter lostlevels mit S.bsky.social. Glaube ich immer noch, dass das so heißt. Christina. Wo bist du im Netz unterwegs? Ich habe einen Newsletter, den findet man in den Show Notes. Ich bin bei Twitter, quasi, Instagram, quasi, Mastodon, halb, Blue Sky, ein bisschen mehr, Threads, neu. Oha! Ähm, Discord ist the way to go, aber wo auch immer ihr mich sucht, unter chrissikills. Sehr schön. Genau, Discord, guter Punkt. Natürlich haben wir auch einen Lost Levels Discord. Der Einladungslink ist wie immer in den Shownotes oder auf lostlevels.de ganz oben rechts. Dort könnt ihr dann euer Feedback zu dieser aktuellen Folge lassen. Ihr könnt diskutieren über Musik, Games, Bücher, Filme, Nachrichten, was auch immer euch beliebt. Ihr könnt aber auch einfach still mitlesen. Das ist auch sehr gerne gesehen. Und gar kein Problem. Deswegen kommt alle, kommt zahlreich auf unseren Discord. Mich findet ihr neben Discord natürlich auch im Netz unter zanderbird, z-a-n-d-t-e-r, bird, wie der Vogel. Vielen Dank an dieser Stelle, wie immer, auch an Piet Elektro für die musikalische Untermalung dieses Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mit Vorteil. Genauso heißt auch sein YouTube-Kanal, auf dem er sich all things pen and paper widmet. Wir sagen, danke fürs Hören, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.